Yes. Alof, begrüßt die beiden doch mal mit einem Feuerball. So, den Schützen noch ausschalten. Aufzeichnung der Hasonko-Werkstatt. Ja. Maiverno, erhalten von Takova. 135 Fässer seit Peter, 209 Kisten Munition. Nach Takova geschickt, 536 Säcke Reis, 580 Säcke getrocknete Düsterbeeren. An die Messing-Zitadelle geschickt, 73 Fässer Schwarzpulver. Funivero, erhalten von Takova, 139 Fässer Salpeter, 216 Kisten Munition. Nach Takova geschickt, 519 Säcke Reis, 573 Säcke getrocknete Düsterbeeren. Am Messing-Zitadelle geschickt, 91 Fässer Schwarzpulver. Also Hasonko war wirklich eine Werkstatt fürs Schwarzpulver machen für die Todesfallgesellschaft im Archipel. Weil von Hasonko haben sie den Salpeter bekommen, den sie dafür brauchen, und dann ist es an die Messing-Zitadelle halt weitergegangen. Also jedenfalls ein Teil davon. Preprima, erhalten von Takova. 177 Fässer seit Peter, 262 Kisten Munition. Nach Takova geschickt, 493 Säcke Reis, 568 Säcke getrocknete Düsterbeeren. An die Messing-Zitadelle geschickt, 152 Fässer Schwarzpulver. Mhm. Ja, irgendwie müssen sie ja ihren Soll halten. Wenn sie sich schon genug Nahrung nach Takova schicken können. Nach Takova schicken können, dann müssen sie halt mehr Munition an die Messing-Zitadelle schicken. I'm here. So, du da. Ein älterer Mann beugt sich über einen Arbeitstisch und kritzelt wild im Licht einer flackernden Laterne. Seine Haare sind ölige, matte Masse und seine Wangen sind mit schwarzen Streifen übersät. Er sieht auf, als du den Raum betrittst, und schützt sich mit seiner Hand vor dem Fackellicht hinter dir. Finally, some peace and quiet. Just keep that bird away from my work. Endlich etwas Ruhe und Frieden. Halte nur diesen Vogel von meiner Arbeit fern. Er wirft Ishii einen stechenden Blick zu. Stand down, Ishii. The man is doing important work. Ruhig, Ishii, dieser Mann ist mit wichtiger Arbeit beschäftigt. Slay, Sphincter, those snakes were noisy. I don't suppose you brought any extra parchment with you? Beim Hintern eines Sklaven, diese Schlangen waren vielleicht laut. Ich nehme mir nicht an, dass du solches Pergament bei dir trägst. Er fegt eine Locke fettigen Haares hinter sein Ohr, als er das tut, hinterlassen seine tintenverschmierten Finger einen weiteren Abdruck in der Wange. Was machst du da? I'm writing it all down. My research, my work, something to survive before the next walk-in Colossus, the next Naga Warband. Ich denke nicht, dass das so schnell passieren wird. Ich schreibe alles auf. Meine Forschung, meine Arbeit. Etwas, das überlebt, wenn der nächste wandelnde Koloss auf die nächsten oder die nächste Naga-Truppen eintreffen. Er blinzelt, seine Augen sind geweitet und er blickt in die Ferne. Do you need something? If not, I should focus. So much to do. Kann ich dir helfen? Wenn nicht, sollte ich mich besser hierauf konzentrieren. So viel zu tun. Er dreht sich wieder den Seiten auf dem Tisch zu. Was ist hier passiert? A colossus made of Adra marched through the fort, grew bright like luminous, and scores of soldiers fell dead. Incredible. Was ist denn nicht passiert? Ein Kolossus Adra ist durch die Festung marschiert, hat ganz hell geleuchtet und Unmengen von Soldaten sind tot umgefallen. Unfassbar. Seine Feder steht plötzlich still und sein Blick schweift in die Ferne. Wenn Eotas hier zuerst in die Finger kriegen würde, könntest du ihre Überreste in eine Tasche aus Weißblatt stopfen. Mit einem Seufzer kratzt sich Maya am Hinterkopf. Then the Naga killed everyone else. Except Lotharn, I suppose. Yes, he must have left. Dann kamen die Naga, haben alle anderen getötet. Abgesehen von Lethern, schätze ich, ja, er muss gegangen sein. Suhira hat überlebt, zusammen mit einigen anderen. Nehmt mal Lethern erstmal. Arrive
yesterday, last week, complained of strange dreams. Smart of him to leave so soon. Von den Dämmerstern ist gestern angekommen, letzte Woche, hat sich über seltsame Träume beschwert. War schlau von ihm, so früh zu verschwinden. He's gotta be acting on his dreams, trying to help our God. Er muss auf Grundlage seiner Träume handeln. Vielleicht versucht er, unserem Gott zu helfen. Sohira hat überlebt, zusammen mit einigen anderen. They should split up. Safer that way. Better odds. Sie sollten sich aufteilen, so wäre es sicherer. Bessere Chancen. Verstehe. If not, I should focus. So much to do. Kann ich dir helfen? Wenn nicht, sollte ich mich besser darauf konzentrieren, so viel zu tun. Er dreht sich wieder den Seiten auf dem Tisch zu. Wie komme ich zum Leuchtturm? Gute Frage. Ein hohes, nervöses Lachen bricht aus ihm hervor. Naga everywhere. Suppose your best chance will be up along the walls, west and south. But how to get there? Naga überall. Schätze, deine beste Chance liege darin, dich an die Mauern zu halten, westlich und südlich. Aber wie kommst du dahin? Er schüttelt den Kopf. Better perhaps to keep going south, around the edge of the fort, through Fleetmaster Ko's office. More cover from the Naga. Vielleicht wäre es besser, nach Süden weiterzugehen. Am Rand der Festung entlang, durch Flottenmeister Kos Büro, mehr Schutz vor den Naga. Ja. Sohira hat mir davon erzählt, dass du Explosivgeschosse für die Bombarde hast. Only one. Just a prototype. In there. Nur eine, ein Prototyp da drin. Er deutet zu der Kiste an der Wand. Captain, I don't ask for much. I need to see this thing go off. Captain, ich verlange nicht viel. Ich muss dafür sorgen, dass dieses Ding losgeht. Ja, leidenschaftlich von Xoti. Xotis Augen funkeln in boshaftem Vergnügen. It is most impressive. Äußerst beeindruckend. Er strahlt und nickt Maya voller Enthusiasmus You're zu. You're welcome to it. I only ask that you compile notes on the blast radius, detonation temperature, smoke formation, debris trajectory. Das kannst du gerne tun. Ich bitte dich nur Notizen bezüglich Explosionsradius, Detonationstemperatur, Rauchentwicklung, Trümmerflugbahn. Den Rest murmelt er leise vor sich hin und setzt für jeden Punkt mit seiner Feder ein kleines Häkchen in die Luft. In den Docks haben sich Überlebende verschanzt. Ich kann dir dabei helfen, zu ihnen zu gelangen. Er winkt ab und wendet sich wieder seinen Notizen zu. Safety in numbers, eh? A comforting illusion. Let the others have it if they wish it. Zahlenmäßige Überlegenheit. Eine tröstende Illusion. Die anderen können sich hier hingeben, wenn sie das möchten. Er wischt sich über die Wangen und verschmiert so mehr Tinte darauf. I must see that my work survives. Ich muss dafür sorgen, dass meine Arbeit das alles übersteht. Dann leb wohl. Gut, er hat gesagt, in der Kiste ist eine außergewöhnliche Akebuse. Halleluja. Die wird gleich mal mitgenommen. Dann kriegt Maya die gute, ich die außergewöhnliche und wir sind beide glücklich. Ja, finde ich sehr gut. Das ist nämlich mal Schaden, ey. Im Vergleich zu einer normalen. 22 bis 29 zu 28 bis 37, ja. Ich hätte aber schwören können, ich hätte mehrere Akebusen jetzt hier. Oder zählt die ein bisschen anders, weil es meine mal war. Also meine Startwaffe. Ich finde zum Beispiel auch lustig, das war irgendwie komisch sortiert. Aber ja, die Akebuse da, die wird separat gehandhabt. Warum auch immer. Gut, dann, wir haben diese tolle Patrone. Ein fernes Licht hat sich aktualisiert. Ich habe eine Sprenggranate für die Bombarde gefunden. Amiro erwähnte zwei alternative Routen zum Leuchtturm. Die erste geht über die Mauern der Festung, während die zweite über die Werkstatt und durch das Büro des Flottenmeisters verläuft. Mhm.
Also, wenn wir mal wieder rausgehen. Über der Werkstatt waren wir ja schon, aber... Ach stimmt ja, wir könnten hier noch hochklettern. Aber ich denke, da hoch kommen wir auch so. Wenn wir die Nagas vertrieben haben. Jetzt, da wir die Munition haben, können wir denen mal ordentlich Feuer geben. Mir wird's lustig, der Vogel fliegt und deswegen macht ihm das Wasser nichts aus. So, und am helllichten Tag kann man viel besser auf Nagas schießen. Ja. Die Bombarde setzt ihre einsame Wache fort. Die Bombarde laden. Du riskierst das Geschoss vorsichtig in die Bombarde. Ja. Du hast einen Gegenstand verloren, explosive Munition. Die rotierende Plattform untersuchen. Die Zahnräder mit Bratfett einschmieren. Eine schmutzige und stinkende Arbeit, doch nachdem die Zahnräder und deine Arme reichlich eingefettet sind, kannst du die Bombarde drehen. Mit einem Schmunzeln verschränkt Maya die Arme. Ja, Bratfett verloren, gut. Die Bombarde setzt ihre einsame Wache fort. Die Bombarde auf die Gruppe Naga zielen. Das übernimmt Maya. Maya schaut im internen Handbuch nach und nimmt das Ziel entsprechend der Anweisung ins Visier. Feuer! Du entzündest die Lunte und hältst die Ohren zu. Bäm! Das war geil. Ja, das hat mir definitiv gefallen. Ich habe die Bombarde auf die Gruppe mit der Naga ausgerichtet. Ja. Hat sich noch etwas hier geändert? Ich habe mich um die große Gruppe Naga inmitten der Festung gekümmert. Ja, das ist wirklich eine gewaltige Explosion gewesen. Das hat mich sehr gefreut. Ich meine, da ist nichts mehr, aber wirklich nichts mehr von denen übrig. Außer Zeug, das ich verkaufen kann. Ah, Reptilienblut. Ja, da ist noch ein Totem. Ja, da sei mal so nett und schmeißt den da um. Oder ne, mach einen Maultiertritt. Hört auf, Maya zu jagen. Hört auf, Alof zu töten. Das war nicht so schön. Hier sind noch mehr Schwarzpulverfässer.
Genau, machen wir erstmal den Schamanen kaputtfähig. No rush, but if you have any antidotes,